Ist ja nicht so, dass ich jetzt noch nie ein neues Auto abgeholt hätte, aber... Das ist das Schönste bis jetzt. Das ist das Schönste und so wurde es auch noch nie präsentiert. Let's go! AMG. An mich glauben. Hast du diese drei Buchstaben im Hintergrund drauf? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Weißt du, wofür die stehen? Ja. An mich glauben. Stark. Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind hier in Münster. Wir sind hier bei Beresa, bei dem Mercedes-Benz. Partner und AMG Performance Center. Und wir sind hier nicht aus irgendeinem Grund. Wir waren nämlich schon mal hier. Und zwar, wir haben gerade gerätselt, ich glaube im Januar, spätestens Februar. Wir wollten uns eigentlich nur mit einem Verkäufer treffen und mal ein bisschen über Fahrzeuge sprechen. Das haben wir auch gemacht. Und der Verkäufer, den stelle ich euch noch vor, den Viktor Ares, der hat uns so gut über Fahrzeuge informiert, dass ich direkt eins gekauft habe. Und das holen wir heute ab. Und damals habe ich mir noch gedacht, halbes Jahr noch hin oder ungefähr ein halbes Jahr und heute stehen wir hier und ich habe so ein Honigkuchenpferd-Grinsen im Gesicht, weil ich habe es die letzten Monate so ein bisschen verdrängt, weil es noch so lange hin war, aber jetzt, wo man hier steht am Tag X, ist ein besonderes Gefühl. Also Zeit ist verflogen. Die Zeit ist zum Glück verflogen und jetzt haben wir jetzt auch schönstes Wetter, nicht zu heiß und das wird hoffentlich eine wunderschöne Auslieferung. Ich freue mich einfach, ich bin gerade ein bisschen kleines Kind. So muss das, glaube ich, auch sein. Aber Justin kann mich ganz gut verstehen. Ich lache hier hinter der Kamera, weil ich freue mich für dich mit. Hat ja auch ein Auto bestellt, nicht hier, auch eine andere Marke, aber er kann es, glaube ich, umso mehr nachvollziehen. Und wir haben ja auch viele Autonarren, Fans, Begeisterte. Allein schon, wenn man hier reinkommt und man sieht die ganzen schönen Fahrzeuge, die draußen stehen. Und guckst dann hier hoch und hast dieses große AMG. Gehen wir mal rein. Zeitmaschine. Ja, Wahnsinn, oder? Wann letztes Mal wart ihr hier, du, da haben wir zusammen Waffeln gegessen. War das Januar oder Februar? Vorstellung vom neuen Smart. Genau, Ende Januar oder so, ne? Ende Januar. Ja, ich meine Ende Januar. Und jetzt schwupp. Crazy, jetzt bist hier. Du da. Hi zusammen, ich bin der Viktor von der Beresa und ich darf den Philipp hier sozusagen als Mercedes-Benz-Verkäufer betreuen mit seinem wunderschönen neuen Stern, den er in Kürze geliefert bekommt. Und ja, ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Auslieferung. Ja. Genau, ja, das können wir hier vor Ort schon gar nicht mehr verbergen. Ne? Nee. Das hält schon auf. Justin oder? Hat mich ja schon in den letzten Wochen gefragt. Und freust du dich? Und zwar bei mir immer so, noch nicht groß drüber nachdenken, weil es war noch lange hin, aber so die letzten Tage, wo ich drüber nachgedacht habe, dachte ich, oh ja, schön, jetzt ist es noch eine Woche, jetzt sind es noch fünf Tage, jetzt ist es morgen. Zählt schon. Ja, ich freue mich drauf. Ja, mega, mega. Wetter ist perfekt. Absolut. Besser geht's nicht bei dem wunderschönen Wetter. Was wollen wir mehr? Mhm. Und es ist wirklich so, eigentlich haben wir gedacht, es dauert unheimlich lange, bis wir uns wiedersehen. Mhm. Und es kam mir wirklich jetzt so vor wie einmal Klick, bumm, und ihr steht hier wieder auf Empore. Ja. Also eigentlich ganz cool. Also fehlen uns heute eigentlich nur die Waffeln, ne? Aber dafür haben wir ein schönes Auto. Dafür haben wir ein schönes Auto. Getauscht. Ich nehme das Auto anstelle der Waffeln. Aber die gibt's auch so. Auf jeden Fall, sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, ich nehme euch gerne mit runter. Ja. Und dann können wir ein bisschen was gemeinsam eben trinken. Schauen wir uns mal das schöne neue Auto an. Wir haben alles soweit vorbereitet. Super. Alles ready. Und du hast hier eine schöne Nummer ausgesucht. Ich habe es gerade schon gesehen. Sieht sehr, sehr gut aus. Also ich denke mal, die wirst du so schnell nicht vergessen und das Auto fällt sowieso optisch auf. Also der ist nochmal komplett für dich durchgecheckt worden. Wir haben ihn nochmal komplett durch die Werkstatt gejagt. Wir haben dir den komplett aufbereitet, innen und außen, dass der wirklich wie geleckt aussieht. Und du wirst gleich noch eine kleine Überraschung haben. Denn ich habe mir noch ein bisschen was einfallen lassen, damit das Ganze natürlich auch sehr nett an diesem besonderen Tag wird, der Übergabe deines Traumsterns. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go! Geradeaus durch. Na? Also, hier stehen wir in unseren sogenannten heiligen Hallen, Philipp. Ist ja nicht so, dass ich jetzt noch nie ein neues Auto abgeholt hätte, aber... Das ist das Schönste bis jetzt. Das ist das Schönste und so wurde es auch noch nie präsentiert. Also allein schon, wenn man das Auto jetzt nicht sieht und... Philipp, leuchtet schon was? Jetzt hat gerade was kurz geleuchtet. Es ja, lebt. Es leuchtet schon was. Super. Du darfst ruhig schon mal durch hier. So. Ja, das
Das Fahrzeug hat einen Spoiler, so wie es aussieht. Von 1 bis 10, wie sehr freust du dich? Jetzt gerade? Ja. All in. 10 von 10. Und ich finde, ich weiß ja, wie das Auto aussieht. Jetzt unten drunter, also jetzt noch nicht der, aber jetzt, ich habe ja die Modelle schon gesehen. Und ich finde, unter dem Tuch sieht es doch mal brutaler aus. Das ist gleich deiner, ne? Das ist dir bewusst. Das ist gleich meiner. Let's go! Welche Felgen hat er drauf gehabt? Aber jetzt, wo ich es sehe, 21er. Ja, ja, genau. Und Mischbereifung, ne? Vorne 255, 21 Zoll. Und hinten hast du nochmal die etwas breiteren Schlappen, 285er. Ne? Also das sind schon Granatenfelgen. Ach, dann ist das so unglaublich sexy. Ja, aber richtig. Mit den schönen vier Röhrchen. Ne? Also ist schon ein Hingucker, ne? Und dann richtig schön mit den Trittbrettern, ja. Getönte Scheiben, um die Fenster herum, alles mit den schwarzen Leisten. Schiebedach, natürlich auch alles in schwarz gehalten. Also und ich gucke rein und sehe einfach diese Burmeisteranlage. Also wenn ich mich auf irgendwas gefreut habe, natürlich das Auto an sich und der Motor und alles drum und dran, aber diese Burmeisteranlage. Ja, der Sound, ne? Der Sound. Genau. Du hast Doppelsound. Du hast einmal einen wunderschönen Motorklang, ja, der ein absoluter Traum ist bei dem Fahrzeug. Und du hast zusätzlich dann natürlich noch Burmeister Surround. Also einfach ein Highlight, wirklich wie im Konzert. Du kannst deine Musik halt wirklich super geil abspielen. Und wenn du dann mal reinguckst hier, die Öhrchen klappen mir automatisch aus. Na, dann hast du wirklich von der Verarbeitung alles geledert. Rote Ziernähte, Burmeister Surround. Memory-Paket, Sitzheizung, volles Programm, also mein richtiger Hingucker. Ne? Und alleine die AMG-Einstiegsleisten, wie geil die beleuchtet sind, ne? Also das ist schon mega. Bist du zufrieden? Ja. Es ist zwar Juni, aber für mich fühlt sich alles gerade so nach Weihnachten an. Ja, yeah, das ist doch schön. Soll ja dann nachträglich Weihnachtsgeschenk sein. Schön auch mit der elektrischen Heckklappe. Der Stern kommt automatisch, der geht einmal hoch für die Rückfahrkamera. Ja. Ne, das ist so ein bisschen James Bond mäßig. Ne? Und dann, wie gesagt, die Vierfach-Auspuffanlage, die natürlich mal nicht nur einen schönen Sound und Klang hat, sondern auch optisch ein Hingucker ist. Auch diese, ne? Radläufer, ne? Wie die hier so ausgestellt, ja, sind. Das sieht einfach so sexy aus bei dem Wagen. Wunderschöne Verbreiterung hier auch nochmal. Ne? Auch gerade wegen den Steinschlägen und so, weil wenn die Reifen laufen, wegen dem Lack, um den nochmal zu schützen. Und wunderschöne Aluminium. Stabile Trittbretter. Ja. Die Bezeichnung übrigens hast du lediglich an den Kotflügeln mit dem Biturbo und dem Firmatic. Mhm. Ne? Und das Heck ist komplett gecleant. Jetzt gibt es natürlich noch eine kleine Überraschung für dich im Auto im Grunde genommen. Ich mache mal Folgendes. Ich stelle mal eben ab jetzt hier Tageskilometerzähler einmal für dich runter. Ach, diese ambiente Beleuchtung schaut so toll aus. Mega geil. Ja. Du hast auch zig Farben, ich glaube insgesamt 64, die du einstellen kannst. Wir haben uns gerade auch das neue Modell angeguckt vom GLC, mhm, habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Ja. Muss ich sagen, finde ich diese
Vorabmodell, quasi den in der letzten Ausführung, das schöner. Absolut, absolut. Es ist wirklich auch mein Ding eher. Ich finde den von der Art und Weise, wie der verarbeitet ist, von den Displays und allem, anstelle, dass du das hier komplett hast, das ist einfach schön gemacht, auch alles komplett digital. So, und hier an der Stelle habe ich jetzt zwei kleine Überraschungen für dich. Zum einen, erinnerst du dich, als wir darüber gesprochen haben, über die Bestellung und das Auslieferungsdatum und den circa Kilometerstand, wie dieses Auto halt an dich rausgeht? 14.900 so um den Dreh. Du hast es noch richtig im Kopf mit deinen 15. Das Auto hat sagenhafte 3.522 Kilometer gelaufen. Also du kriegst einen absoluten Neuwagen. Als i-Tüpfelchen habe ich mir noch gedacht, du hast mir blind vertraut. Du hast das Auto live nicht gesehen. Heute siehst du den das erste Mal live. Da habe ich mir gedacht, okay, was kann ich dir für eine Freude machen? Zum einen ein Auto, was absolut wie neu ist, was nichts gelaufen hat. Und zum anderen habe ich dir den einmal komplett vollgetankt, damit du dementsprechend den ersten Tank, der geht erstmal auf mich. Ich hoffe, das freut dich bei den aktuellen Das ist großartig, ja. vielen Dank. Du kannst auch mal ein bisschen sportlicher fahren. Das ist alles halb so wild. Jetzt muss ich mich fragen. Super Plus oder Super? Normalerweise Super Plus. Du kannst super bleifrei tanken und du kannst sogar E10 tanken. Der Wagen verträgt alles. Es ist einfach immer nur die Frage der Performance. Ja. Wenn du ganz entspannt fährst, Philipp, wirklich ganz entspannt tust, kannst du sogar E10 tanken. Du hast gar keine Probleme. Ich würde dir aber immer empfehlen, mindestens super bleifrei zu tanken und im besten Falle Super Plus, wenn du die Performance brauchst und die Leistung, weil dann geht er einfach besser ab. Ja. Das ist einfach so, wie wenn du bessere Vitamine zu dir nimmst, dann bist du körperlich auch in einer anderen Verfassung, sportliche Leistung zu bringen. Und so ist es bei dem Auto genau dasselbe. Absolut. Na? Super. Also wirklich alles niegelnagelneu. Also es ist alles perfekt. Es hat kaum einer drin gesessen. Ich habe halt dafür gesorgt, dass das Auto in absolutem perfekten Zustand an dich rausgeht. Mein Lieber. Na? Glückwunsch. Du hast Warnweste, Parkscheibe, Eiskratzer, alles in so. Schau mal, wenn wir schon sündigen müssen, wie sagen wir so schön, dann sollen wir besonders und was Hochwertiges. Das sind gebratene Sonnenblumenkerne, du hast gebratene Mandeln, du hast Mandeln mit Bounty, du hast Kürbiskerne, du hast wirklich Top-Qualität. Das ist alles handgemacht von der Sendmanufaktur. Das ist also ein Unternehmen, was sich spezialisiert hat darauf und das ist wirklich in Eigenproduktion. Also gut, dass ich ja heute wieder clean essen wollte. Ja. Das machen wir halt auch morgen. Ja. genau. Also, wenn du noch ein paar Gramm über hast auf der Waage, dann darfst du zuschlagen. Die habe ich, ne? Und teil bitte auch gerne mit dem Justin, der wird sich auch mal drüber freuen, wenn er mal was Süßes kriegt. Ne? Dafür, dass er immer hier den harten Job macht. Nein. Ja, ich hoffe, es schmeckt euch. Und ein kleines Detail, ein bisschen was Süßes zum wunderschönen Auto. Wir reden hier von einem kalten Auto, was noch nicht auf Performance gestellt ist, was aber extrem gut genug für mich. Sehr geil. Oder? Super geil. Ja. Direkt so ein Lachfaktor. So, wir haben quasi das Fahrzeug an mich ausgeliefert. Ich habe immer noch das große, schwere Lachen im Gesicht. Also ich muss sagen, Victor hat mir heute nicht nur mit dem Auto den Tag versüßt, sondern auch alles drumherum, wie er das präsentiert hat. Mit den Kilometern, die ich nicht drauf habe. Als Überraschung, der volle Tank, der Präsentkorb. Vielen lieben Dank. Ich kann nur empfehlen, wenn ihr einen Stern sucht, dann ist das der Mann, der es bestimmt möglich macht, den auch zeitnah hinzubekommen. Ich weiß noch, wie wir geredet haben, wann ist der Mercedes da. Und Victor hat es geschafft. Heute stehe ich hier, freue mich wie so ein kleiner Junge und muss sagen, hab alles richtig gemacht. Victor, vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Die Freude ist ganz meinerseits. Ja. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen in mich persönlich und natürlich unser Hause. Und du weißt, das war mir eine absolute Herzensangelegenheit, dir dieses Auto in der Form so übergeben zu können. Und ich bin unheimlich glücklich. Ich freue mich selber, als ob ich heute dieses Auto ausgeliefert bekommen würde. Und bin mir hundertprozentig sicher, dass du mit dem Komplettpaket und mit diesem wunderschönen Auto wunderbar von A nach B kommen wirst. Und jetzt habt ihr noch die passenden Black-Kaffeebecher noch mit dabei für euch beide. Genau, wir hatten zum Beispiel immer passendes Koffein habt. USB-Adapter habe ich auch nicht gehabt, hat mir jetzt Victor auch noch gegeben. Also wenn ihr auf der Suche seid nach den drei Buchstaben oder selbst wenn es ein ganz normaler Mercedes ist, meldet euch gerne. Würde ich mich freuen. Victor ist ein Mann, da kann ich euch in vertrauensvolle Hände weiterempfehlen.
ist in diesem Sinne, wir machen jetzt die schöne erste große Probefahrt und dann ja, geht's los. Und hoffentlich bis bald. Na, ihr seid gern gesehene Gäste. Mein Lieber. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken. Ein wunderschöner Schlüssel. Geschenk. Das ist wie so ein leichtes Stöhnen. So ein kleines bisschen wie wenn du zum ersten Mal so ein Video von JP Performance guckst, oder? Wenn er so da drinnen sitzt in seinem was auch immer für ein Auto und dann und ich kann es nachvollziehen, auch wenn ich jetzt nicht so der Auto-Liebhaber bin wie JP, aber das hat was, ne? Das macht was mit einem. Das ist geil. Und da ist was da, da ist Power da. Schön. Klar, es gibt immer noch mehr, aber das finde ich gerade. Schön, ist deins. Ist meins. Und es ist ja trotzdem, habe ich mir das Auto geholt, nicht um zu rasen, sondern einfach, es ist schön, einfach im Hintergrund diesen schönen Motor zu haben und diesen Überschuss an Leistung. Ich werde wahrscheinlich nie auf die Rennstrecke gehen mit dem Auto. Aber. Man weiß, man kann. Man weiß, man kann. So, Justin, erste Fahrt. Erste Fahrt in deinem neuen Kfz? In meinem neuen Kfz. Das erste, was ich mache, ist in Sport Plus zu schalten hier, weil sonst bewege ich das gar nicht. Ich muss sagen, auf deinem weißen T-Shirt sieht der rote Gurt? Rote Gurt sehr gut aus. Man muss dazu sagen, es ist ja eigentlich nur, es ist ja nur ein Auto. Auch damit kommst du nur von A nach B. Mit jedem anderen Auto auch, ja. Wie mit jedem anderen Auto auch. Aber trotzdem, es macht was. Es macht Spaß. Es macht Spaß. Es macht dich nicht zu einem besseren Menschen. So, wollen wir eigentlich so ein Auto-Video hier machen, aber dafür gibt es ja andere Kanäle, die sich hier. Andere und bessere Kanäle. Oder beziehungsweise wollen wir heute noch was zu dem Wagen sagen? Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht. Das machen wir noch, ja. So, Justin ist eine Runde gefahren, ich bin eine Runde gefahren. Ganze 24 Kilometer. Aber das reicht, um den ersten Eindruck von diesem Auto zu bekommen. Es ist schön. Es ist schön. Man kann nicht viel mehr zu sagen, wie es macht Spaß. Es ist ein schönes Auto. Wollen wir mal ein paar Facts zum Auto stimmt. Raushauen? Was haben wir überhaupt für ein Auto uns gekauft? Wir fahren hier einen 2022er Mercedes GLC AMG 43 in komplett schwarz. In komplett schwarz. Wir haben hier passt Vollausstattung, die Sachen, die hier nicht drin sind, die hat mir Victor von erklärt. Mhm. Wir haben hier keine belüfteten Sitze, weil das mit dem Alcantara-Leder nicht geht. Mhm. Finde ich aber auch okay so, weil ich mag dieses Alcantara-Leder sehr. Also es steht dem Auto extrem gut. Sieht super aus, fühlt sich schön an. Sieht super aus, fühlt sich toll an und man muss halt irgendwo Absprüche machen. Wenn man das eine will, dann kann man halt vielleicht das andere nicht haben. Was er auch nicht hat, um das ganz kurz abzuschließen, Anhängerkupplung hat er nicht und er hat keine Standheizung. Aber viel wichtiger, was er hat die Baumeisteranlage, er hat das Panoramadach, er hat die LED-Performance-Lichter, was ich extrem wichtig finde. Ja, ich finde auch so einen Sicherheitsaspekt, gerade abends, wenn es dunkel ist. Absolut, und da ich ja Langstreckenfahrer bin, gerade einmal von Berlin nach, ach, herrlich, oder? Wenn man anfährt, dieses Es ist wichtig auf jeden Fall. Es ist wichtig. Er hat diese, also er hat nicht normalerweise, haben die ja dieses schwarze Klavierbelag, aber er hat in dieser Holzoptik diese schwarze, was ich extrem sexy finde bei dem Auto. Also wir haben uns vorhin noch ein paar andere Fahrzeuge angesehen und da hat man wirklich jeden einzelnen Fingerabdruck gesehen und das siehst du halt hier nicht, es ist viel unempfindlicher. Natürlich, weil es AMG ist, hat er diese roten Gurte, der hat diese roten abgestuften Ziernähte, was ich sehr sexy finde bei dem Auto. Wichtig, 12 Uhr Markierung in Rot. 12 Uhr Markierung, er hat natürlich das AMG Lenkrad, er hat das, wie nennt man das, MBUX? Ja, ich glaube, ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich so gut da nicht aus, aber dafür gibt es auch andere Kanäle, wo man das besser erklären kann. Er hat die Mercedes AMG Performance Abgasanlage drin, die hört sich brutal gut an. Also ich muss sagen, dafür, dass wir hier was halt OPC oder wie nennt man das? OPF. OPF
Geschichte schon drin hat. Ja, oder? Genau, wo alles ein bisschen leiser, alles ein bisschen vernünftiger sein muss. Klingt es extrem gut, also es klingt wirklich toll. Ja. Er hat sonst sämtliche Abstands-, Fahrassistenzsensoren und Assistenten mit drin. Und wie gesagt, wir fahren gerade 26 Kilometer damit. Also wir werden auch da erstmal ein paar Erfahrungen sammeln und ich glaube, da werden wir bestimmt nochmal ein Langzeitfazit an euch rausgeben. Absolut. Ja, und jetzt fahren wir noch ein Stückchen zurück nach Münster, weil Justin hat da sein Auto geparkt. Und dann werden wir erstmal einen Happen essen, wo man den Hunger hier fast vergisst in dem Wagen. Ja, erster Fahreindruck in meinem ersten Mercedes. In meinen ersten Mercedes und dann gleich den AMG. An mich glauben. Wir sind wieder da, wo es heute angefangen hat, und da hört es auch heute wieder auf. Ich habe das Auto. Wir haben unsere erste kleine Probefahrt gemacht. Wir wollen jetzt was essen, haben noch ein paar geile Aufnahmen vom Auto gedreht und können beide sagen, es ist ein echt schönes Auto. Ich glaube, wir wiederholen uns. Aber es ist ein echt schönes Auto. Es ist schlussendlich nur ein Auto, aber es ist echt schön. Man kommt doch hier mit dem Auto nur von A nach B, aber ich sitze halt gerne schön. Man hat ein Lachen. Man hat ein Lachen. Wenn der Motor angeht. Ja, voll. Es ist ein schönes Spielzeug und schlussendlich arbeiten wir beide auch viel. Wir glauben beide, dass es nur ein Leben gibt und dann sollen wir es auch genießen. Also jeder soll ja schlussendlich für das sein Geld ausgeben, was er denkt, was es notwendig ist, aber ich mag das. In diesem Sinne, wenn ihr mehr von den Autovideos sehen wollt, dann schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, ganz genau. Vielen lieben Dank fürs Zugucken, schönen Tag euch noch und AMG, an mich glauben.